Grüezi und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mass Effect. Folge 16, 17, keine Ahnung, also weiter in den 10ern, wir nähern uns der 20. Wir wollten jetzt in einem der ironisch benannten Cluster der Welt, des Weltraums, bewegen. Wir wollten da landen und. Denn das Armstrong Cluster, da sind wir gerade, hat sich gerade angeboten mit einer Reihe von Quests, die ich gerne machen würde. Das ist doch echt ironisch. Armstrong, wie der erste Mann auf dem Mond, Juri Gagarin, der erste Mann im Weltall, Anna Tereshkova, die erste Frau im Weltall. Die beiden kenne ich aber nicht, muss ich sagen. Hong und Wamshi. Aber erstmal zu Juri wollen wir erstmal. Und das Katapult. Das muss so einen Spaß bringen. So, Junto. Können wir erkunden. Matriarcheninschriften gefunden. Oh. Matriarchen-Schriften, so. Nicht Matriarcheninschriften. Den kann man nicht erkunden. Ah. Nehmen wir an, da sollen wir dann landen. Dann würde ich kurz noch die anderen beiden. So, Gelrus. Grün. Anti-Rumgon. Kobold. Hm. Schick. Reingri. Da wollen wir dann landen. Und wie immer, Ashley und Tully nehmen wir an. Squad. Ja. Haben zwar kaum Biotikstärke, aber das bisschen, was ich leisten kann, reicht gerade noch. Das Minimum. Und wir landen erfolgreich. Dass das Ding das einfach so aushält, finde ich super. Ich finde das Ding toll. So. Wir schmeißen unsere Karte an und haben hier überrannte Forschungsaußenposten, Anomalie und Trümmer. Da wollen wir als erstes, würde ich sagen, zu den Trümmern. Hier keiner lebt, ist irgendwie verständlich. Aber das muss wahnsinnig coole Sonnenaufgänge geben. Bei dem roten Tier, das Abendrot muss so schön sein. Mass Effect bringt echt richtig Spaß. Wow. Ah, Spiel indem ich mal richtig Lust habe, das zu spielen und unterbrochen was. Das Schlimme ist, da muss ich immer warten, bis ein paar Folgen hochgeladen sind, damit ich weitermachen kann, damit mein Festplatte nicht so voller Folgen ist. Es kommt aufs darauf an, wie viele Folgen ich an einem Tag hochladen kann. Beziehungsweise wie viel Zeit ich an einem Tag habe zu hochladen. Normalerweise werden es wahrscheinlich 2-3 Folgen sein, bei der normalen Länge und Datenmenge. Weil ich lade die ja in HD hoch. Voll cool. Allein deswegen brauche ich schon mal länger. Ah, eine abgestürzte Sonne mal wieder. Mhm, aber ich kann mich hier auch frei bewegen, ohne Probleme. Boah, die werden immer ekliger. Ja, das ist Stimulanz-Pack. Alles nehmen. So. Forschungsaußenposten, da werden wir die G-Treppen. Wenigstens sind wir diesmal vorbereitet. Ich nehme mal an, das soll auf diesem Berg. Auf diesem Berg. Diese Lichter da zeigen es an. Ich hoffe, wir sind nicht zu laut. Egal, die werden eh erwarten, dass sie darüber schicken. Ich gehe davon aus, dass die Menschen das einfach so hinnehmen. Werde ich keine 90 Grad Winkel versuchen. Das scheint mir nämlich etwas unmöglich zu sein. Na guck mal, da sind schon wieder Blumen. Oh, das ging fast schief. Dann will ich nochmal kurz hingucken, außer ich muss dann wieder runterfahren, dann will ich nicht sein. Es scheint, als müsste ich runterfahren. Aber hier komme ich hoch. Ja, okay.
Okay, ich warte auch. Oh, das sah mal geil aus. Da habe ich mich selbst übertroffen. Okay. Aber wir parken schön ein. Thorium hatten wir schon mal. Suche nach Mineral. Wunderbar. Ja, genau. Okay, da müssen wir lang. Und hopp. Da ist das. Kann man da? Nein, halt. Moment. Wie komme ich da jetzt hoch? Gute Frage, nächste Frage. Kann ich nicht beantworten, keine Ahnung. Doch da würde ich sagen, ist noch gerade flach. Scheint mir jedenfalls so. Ja, das muss unglaublich schicke Sonnenaufgänge geben. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass es, was ich hier mache, gerade das Allerklügste ist. Aber scheiß drauf, es funktioniert. Wie soll ich mich hier bitte mit dem Gate schlagen? Ich habe doch kaum meine Frierfähigkeit hier oben. Das ist... Oh nein, ich muss da ernsthaft rein. Hier sind diese ganzen Drachenzähne. Oder wie auch immer die hießen. Guckt euch mal das an. Manchmal... Das merkt man immer gar nicht, aber diese Himmel, ein Himmel kann unglaublich große Auswirkungen auf ein Spiel haben. Himmel scheiße ist beim Spiel, finde ich es kacke. Wenn der Himmel gut ist, finde ich es gut. So. Speichern. Ja, wir wollen speichern. So, und wir wollen rein. Eigentlich wollen wir es nicht, aber wir müssen rein. Ich bereue es daran zu. Es ist so still hier. Ich misstraue dem Frieden hier ganz. Da sind welche. Haha. Dachtet wohl, ich sehe euch nicht. Striker Hurricane Fusionssprengsatz. Oh. Agent 007. Mein Name ist Shepard. John Shepard. Toll, passt. Überhitzung, Überhitzung. Wow. Shit. Shit just got real, man. Okay. Okay. Okay, da sind weitere. Habe ich jetzt... Ich hasse es, bei so verwinkelten Dingen kannst du immer nicht wissen, ob du was vergessen hast. Aber die sehen alle relativ wenig aus von innen, die Basen. Ja. Sind es auch, ups. Jetzt habe ich schon wieder die Flagge gesetzt, ohne dass ich es wollte. So, jetzt wird sie dahin. Boom, Bitches! Boom! Aha. Oh, das ist cool. Du könntest echt einen richtig guten Ego-Shooter mit den Husks machen. So ein Zombie-Ego-Shooter. Hinter. The fuck? Was war denn mit dem los?
Ja. Hau dich bloß hinter deinem Schild raus, Mann. Tali, du stehst selbst beschissen. Das ist immer ein geiler Buggy. Ist das Buggy nennen gut oder einfach nur eine schlechte KI? Okay. Problem gelöst. Mann. Das ist ja richtig herausfordernd. Bringt einen ja richtig ins Schwitzen. Gut, dass wir so gut im Heilen sind. Ansonsten müsste ich mir nur Sorgen machen, dass ich das nicht schaffe. Schwer, schwer, leicht. Oh. Medigel. Man kann nie genug haben von dem Zeug. Nochmal ein Explorer. Explorer. Internet Explorer ist aber scheiße, muss ich sagen. Avenger. Sieht nicht so an, als bräuchte ich davon was. Oh, Munitionsupgrade. Ich wollte gerade sagen radioaktiv, aber radioaktiv. Gott, haben wir viel Schrott, den wir mal abgeben. Oh, leicht Quarianer, guck mal. Oh ja, auf jeden Fall. Hm, schick. Es gibt extra... Mann. Das ist ja scheiße von denen. Ich dachte, jetzt kann ich mich mal über eine neue Rüstung freuen. Nein, wir hocken. Immer noch auf der von Eden Prime. Hurricane Edge. Wir müssen auf jeden Fall mal zum Händler den ganzen Schrott verkaufen. Habe ich eigentlich ein Maximum? Nein, ich scheine fast unendlich mitnehmen zu können. Ach, es gibt bestimmt so einen Unendlichkeitswürfel oder sowas Fortschrittliches hier, bei dem man eh alles versenken kann. Panzerungsplatten. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Okay. Bestens. Damit haben wir das. Oh, warte mal. Wenn ich rauskomme, werden da bestimmt auch wieder Tausende stehen. Das Leben ist nicht leicht. Erst recht nicht mit Spectre. Und wenn man gegen die Gate kämpfen muss, da kommen dann immer so dämliche Sachen. Einziger Nachteil, mein Werfen ist halt richtig schwach. Das ist der Preis, den ich zahlen muss dafür, dass ich halt andere Sachen erstmal mache. Und ich muss sagen, mir gefällt es auch eigentlich gar nicht, dass mein Werfen so dermaßen schwach ist. Ich hätte es gerne stärker. Ich mag Magier in Spielen, aber es ist halt... Ich möchte das andere vorher machen, eigentlich. Ah. Okay, tot. Wer hätte das gedacht? Sollte aufhören sollen, dass ich mal zurück. Hört auf, mein Fahrzeug anzuschießen. Der sieht mit der Maske eigentlich richtig gut aus. Gut, Shepard. Shepard. Schaffst du. Ich dachte gerade, er will. Wow. Okay, das ist super. Dann ab in den Marco. Und den letzten Teil dieses ganzen Komplexes hier machen, nämlich die Anomalie. Aber da müssen wir nur bergab fahren. Das bergab fahren ist gut. So, und dann, ich weiß gar nicht, ja, komm, einen Planeten mache ich in dieser Folge auf jeden Fall noch. Dann bleiben die anderen beiden Stationen für die nächste Folge übrig. Es mangelt uns nicht an Aktivitäten im Spiel. Wir haben gut und reichlich für Angebot gesorgt. Das ist äußerst angenehm. Weil ich mich dann am Anfang immer so überladen fühle. Wegen, du musst jetzt alles das machen. Weil man ja natürlich als engagierte
bestrebter Spieler daran interessiert ist, wirklich jeden Scheiß auch noch mitzunehmen, ja. Und die perfekten paar Erfahrungspunkte dann auch und die gute Ausrüstung am Ende zu haben. Einfach weil es so ein Gefühl belohnt zu werden, belohnt zu sein, am Ende erzeugt. Wenn man dann alles hat, ist man einfach so ein bisschen stolz entwickelt und dann denkt sich so, Gott, bist du eine geile Sau. Polonium. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt, mein Gott. Polonium wurde doch für Pierre und Marie Curie benannt oder so. Polen. War es nicht deswegen, aber das ist was anderes. Abgestürzte Rettungs... Das ist doch ebenes Terrain. Mein Gott. Artefakt Bergen. Oh Gott. Nein, es ist ein Spaß. Medaillon gefunden. Hm. Bereichskarte. Okay, ist da hier noch was? Nee, hier ist nichts mehr. Dann können wir ja zurück zur Normandy. Das ist gut. Das ist bestens. So. Reingrie. Haben wir dann gemacht. Die anderen hatten wir schon alle erkundet, genau. Dann mal zu Anna, nachdem wir bei Juri waren. Antiba. Mensch, das ist gleich der, auf dem wir landen. Patamalrus. Iridium. Shake. Tegeuse oder Tegeguse. Quecksilber. Sol Marlon. Boah, der sieht echt cool aus. Marvinor. Okay, das sind alle Planeten. Nein, Hunsalra ist noch da. Da können wir aber auch nichts mehr machen. Schade. Das heißt, wir haben jetzt alle richtig? Jo, mein Gott, ist der weit außen. Okay, dann wollen wir auf Antiba landen. Kalte. Oh, Schnee. Und alles. Mal sehen, wie hier schön der. Oh, das ist ein angenehmer Himmel. Oh, cool, blaue Sterne. Beziehungsweise es leuchtet von dem Blau. Erstmal zur Anomalie, würde ich sagen. Ich mag Schnee und Eis sehr gerne. Ja, auch im Frühling. So wie sich das in diesem Jahr ja ergeben hat, dass wir mal weißes Ostern haben. Ah, gut, halbwegs weiß. Richtig weiß, weiß ich auch nicht. Hier lagen jedenfalls nur ein paar Haufen rum, aber ich meine, klebt auch nicht auf den Lachen. Oh, was ist das denn? Ein Dresch? Das ist ein Überbiest oder was? Ah, ein Bosskampf. Nur in der Ebene. Jetzt ist das Ding nicht zu übersehen. Gleichzeitig. Ich habe nur das Gefühl, das Ding will unter mir rauskommen. Das finde ich nicht gut. Einfach mal die Rakete und dann halt ein bisschen draufballern. Und ich sollte nicht gegen das Ding in den Nahkampf gehen oder so. Boah, was? Wow. Wow. Das ist ja mal hammerhart. Das heißt, ich darf mich von dem Ding nicht einmal treffen lassen. Und muss am besten immer Kreise fahren, damit es mich nicht trifft. Puh. Ja, da habe ich ja was zu tun.
Aber dass es einen auch sofort killt, finde ich scheiße. Dass du nicht nochmal eine zweite Chance bekommst, ist echt kacke. Da kannst du gar nicht von lernen. Weil dem habe ich da kein System erkannt. Das Ding seine Runden zieht hier. Phasen oder so wollte ich zu tun. Meine Linksblickkanone halt richtig wenig dagegen macht. Die Rakete ist gut. Wow. Das sah gut aus. Und wer sagt, ich bin ein schlechter Fahrer? Das Ding hat aber auch. Jetzt killt es mich bestimmt mit diesem letzten bisschen HP, das es noch hat. Wo bist du? Ha! Hab dich! Das speichern wir gleich mal zur Feier des Tages. Oh Mann. Oh Gott. Puh. Hier kann ich auch ewig draußen sein. Proteanische Ruine, oh. Das ist natürlich. Das ist cool. Aber die haben hier keinen Ersatzsender oder so, vielleicht. Datendisk. Opfer des Dreschlundes, ja. Da ist noch was anderes. Dreschlund hat noch irgendwie gekillt. Frack. Wer sind das? Wer sind die? Kann man nicht erkennen, kann man. Hä? Geht? Ja, Ashley. Ist ja schön, dass du da bist. Ist ja schön, dass Tali da ist. Ja. Das ist aber sehr freundlich gesagt. So. Burp. Die Trümmer, da wollen wir jetzt als nächstes hin. Und dann eben noch das Lager. Obwohl, das fange ich lieber in der nächsten Folge an. Also beziehe ich hier schon wieder. Das Video so lange dauert wie das andere. Was ich mal an. Wovon ich mal ausgehe, ne? Ich frage mich gerade, ob sie das wirklich ins Spiel implementiert haben, dass die geht, wenn viele da sind, wirklich besser schießen und so. Ah, hab ich gesehen, die Blumen. Ja, ich meine. Ob es dann einfach ist, wenn man die. Wenn weniger da sind, dass sie dann wirklich schwächer sind. Oder ob das einfach nur so für die Geschichte wichtig ist. Magnesium. Bestimmt. Wir werden ja richtig reich. Mein Mann, das ist ja gut. Ich hoffe, ich treffe hier nicht noch auf einen Dreschlund. Da hätte ich nämlich keinen Bock. Aber ich nehme mal an, wir werden noch auf einige Dreschlunde treffen. Blockiert. Was ist denn? Das ist blockiert. Merkwürdig. Vielleicht ist das zu viel Sturm oder so. Ah, bitte lass keinen Dreschlund hier irgendwo. Hier sind schon wieder wirklich. Das lustigerweise ist nicht blockiert. Eine abgestürzte Sonde. Na.
Hammer 3 und radioaktiv. Blockiert. Mir wird das aber nach Norden, meine ich. Ist ja arschig. Damit solche orientierungslosen Menschen wie ich auch noch benachteiligt werden, Leute. Das ist ja krank. Ahaha. Scheint aber nicht. Ah, okay. Das scheint diesmal keine Nahkampfsache zu sein. Super. Nein, das scheint keine Nahkampfsache. Geht Koloss. Nehmen wir mal an, das Ding ist ein Bus. Das sollte mich nicht, also. Wow. Oh, Mist. Das gefällt mir nicht. Aber auch nicht. Keine Schilde, ich habe keine Schilde, ich habe keine Schilde. Und ich musste fast niesen. Das war jetzt richtig schlecht. Das war ein falscher Moment, ich speichere mal. Geht nicht. Fuck, weil ich im Kampf bin und ich im Kampf nicht speichern kann. Der geht Koloss hält auf jeden Fall viel aus. Ich habe keine Ausscheidung. Oh, ich würde jetzt normalerweise sagen, ich sollte auf jeden Fall meine Reifen, meine Schilde hochkommen lassen, aber wir sind hier keine Pussy, ne? Also, guck mal, das. Rückwärts auspacken, rückwärts auspacken, ganz, ganz, ganz schnell. Oh, wow. Okay, das Ding darf uns auf jeden Fall nicht treffen. Sind wir ziemlich Geschichte. Puh, 15 Universalgeld. Ja, das ist es mir wert. So, da sind wieder Schilde und unser Ding ist heil. Oh, wow. Aber das Schild ist nicht richtig heil. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Kann ich vielleicht hier so reinluschen? Nein. Das ist schon mal ganz falsch. Das ist ganz dumm gewesen. Ich habe jetzt schon nur noch so ein bisschen Universalgel. Stell mich auch dämlich an. Ich möchte, das werde ich wiederholen müssen. Wie soll ich das auch machen? Ich glaube, ich scheiße auf mein Fahrzeug und gehe da direkt rein. Ich glaube, das ist was klüger. Ich weiß, dass es ein Koloss ist. Ich weiß, dass es sich dämlich anhört. Warum sollte es leichter sein, wenn man zu Fuß das macht, aber nun ja. Vielleicht sind wir kleiner, ich kann besser ausweichen, ich kann besser zielen. Es gibt viele Gründe. Wenn sich Tully und Dingens nicht so dumm anstellen, ist alles gut. Man geht Raketen schützen. Einer. Ach, guck mal, was ich vergessen habe. Ich habe ja jetzt nicht nur. Oh, nicht schlecht. Ich habe auch Einigkeit. Hätte ich vielleicht vorher einsetzen sollen. Ist nämlich Ashley wieder da. Ja, so kann man das viel besser machen. Oh, fuck. Wow. Okay. Der Koloss ist geiler, wenn man das Fahrzeug hat, aber der Raketenschütz ist wesentlich geiler, wenn man zu Fuß geht. Aber dann weiß ich, das letzte ist ein Spielstand. Das war nach dem Dreschschlund, ne? Genau. Okay, das werde ich dann also in der nächsten Folge nochmal machen. Dann werde ich kurz das Zeug aufsammeln und dann wieder da einsetzen, wo bei dieser coolen Basis. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect. Bis dann!